Power Stations sind eine coole Sache. Am Eingang Solarpanels anschließen oder einfach über Steckdose aufladen und am Ausgang diverse Verbraucher, wie zum Beispiel Haushaltsgeräte, Einspeisewechselrichter oder Kryptominer anschließen. Man kann das auch sicherlich hobbymäßig irgendwie selbst zusammenbauen, um Kosten zu sparen, aber wenn man zum Beispiel zwei Kinder hat, hat man außerhalb der Arbeitszeit eigentlich nur noch freie Zeit für Hobbys, wenn man sich außerhalb der Wohnung befindet, die Kinder schlafen, man alleine zu Hause ist, was man, wenn man mit dem anderen Elternteil zusammenwohnt, eher selten ist oder einen verlässlichen Rückzugsort hat. Dazu bekommt man oft noch kannst du noch Eier gelegt. Also zum Beispiel kannst du bitte noch einkaufen, kannst du noch Rasen mähen oder kannst du noch aufräumen. Und damit ist die Zeit, sowas selbst zusammenzubauen, einfach kaum noch vorhanden. Dann reicht ein Klick im Internet und man hat innerhalb von ein paar Tagen ein fertiges Produkt, das man nur noch irgendwie anschließen muss. Und schon nach dem ersten Aufladen ist man sogar gleich gegen längere Stromausfälle gewappnet. Aber ist das wirklich auch teurer als die selbst zusammengebaute Lösung? Vielleicht zuerst einmal zu den Komponenten, aus denen im Prinzip jede Powerstation zusammengesetzt ist. Dreh- und Angelpunkt ist natürlich die darin verbaute Batterie. Die kann entweder über einen Solarladeregler oder ein, ich nenne es mal Ladegerät, per Steckdose aufgeladen werden. Am Ausgang befindet sich dann ein Wechselrichter, der aus der Batteriespannung wieder 220 Volt macht und diese wieder über eine Steckdose anbietet. Oder man kann sich 12 Volt aus einer Kfz-Steckdose ziehen. Viele Powerstations haben auch noch USB-Anschlüsse. Dazu kommen noch Temperatursensoren und Lüfter. Und jetzt kommen die Komponenten, die eine Powerstation so wertvoll machen. Es ist erstmal ein, ich nenne es mal Computer, der diverse Messdaten wie Einspeisung, Verbrauch, Temperatur und Batteriezustand in Prozent auslesen kann und die Infos dann über ein Display oder in vielen Fällen über WLAN in die Cloud und damit an eine Handy-App weitergeben kann. Der Computer ist meistens auch dazu in der Lage, Verbraucher fernzusteuern, das heißt, man kann sie per App ein- oder ausschalten. Ein weiteres wichtiges Merkmal an der Powerstation ist auch das Gehäuse, das stark auf Portabilität ausgelegt ist, also zum Beispiel einen Griff oder Rollen hat. Also ganz viel Zeug steckt da drin. Ich könnte jetzt von meiner Geschichte erzählen, wie ich quasi als erstes Projekt diese beiden Powerstations mit Lithium-Ionen-Akkus mit einer Gesamtkapazität von 930 Wattstunden gekauft habe und das dann nach und nach durch eine selbstgebaute Lösung mit diesen Komponenten ersetzt habe und mich dann an Ast gefreut habe, dass ich nach dem Verkauf der Powerstations nicht nur kaum finanziellen Verlust dadurch hatte, sondern auch mehr Batteriekapazität und die für mich bessere Akkutechnologie, also Lithium-Eisenphosphat. Aber erstens fehlen bei meiner Lösung noch ein paar Funktionen, die eine Powerstation hätte und zweitens ist dieses Beispiel nicht repräsentativ genug. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, im Internet zu recherchieren, was so eine 1 Kilowattstunden große Powerstation mit Lithium-Eisenphosphat-Akku neu ungefähr kosten würde und mit welchen Komponenten ich die mit meinen jetzigen Erfahrungen selbst nachbauen würde. Nagelt mich bitte nicht auf die Preise fest. Es gibt für jede Komponente sicherlich noch irgendwo günstigere Angebote, die mit noch unfaireren Arbeitsverhältnissen oder noch mehr Kinderarbeit hergestellt wurden. Die Preise hier dienen jetzt erstmal nur zur groben Orientierung. Und noch ein Disclaimer. Das Video hier beruht auf meinen eigenen Erfahrungen und ist keine Anleitung zum Nachbauen oder Kaufempfehlung. Bitte recherchiert selbst nochmal, welche Komponenten am besten zu euch passen. Als erstes ist dann natürlich die Batterie. Ich würde jetzt nicht mal den Fehler machen und eine 12-Volt-Batterie nehmen wie hier, sondern eine 24-Volt-Batterie. Der Grund ist, dass man damit höhere Wattzahlen mit niedrigen Strömen möglich sind. Die Solarpanels müssen natürlich dazu passen und mehr als 24 Volt Leerlaufspannung haben. Ich bin mit meinem Victron Laderegler sehr zufrieden und würde den nochmal nehmen. Nimmt man ein 20 Ampere Modell, kann man mit einer 24-Volt-Batterie Solarpanels bis zu 500 Watt Peak voll ausnutzen. Ich bin auch mit meinem Solartronics Wechselrichter zufrieden und würde den natürlich auch nochmal nehmen. Nur halt in der 24 Volt Variante mit entsprechend mehr Power. Der Victron Smart Battery Sense wird an der Batterie geklebt oder in meinem Fall geklemmt und misst die Temperatur. Damit verhindert man zum Beispiel das Laden bei Minustemperaturen, was dem Akku schaden würde. So ziemlich jeder Wechselrichter lässt sich über ein irgendwo angeschlossenes Kabel fernsteuern. Man könnte natürlich auch eine WLAN-Steckdose nehmen, um den Verbraucher zu steuern, aber dann bleibt halt der Wechselrichter an und zieht weiterhin Standby-Strom. Ich habe mir für den Fall deshalb einfach so einen günstigen Shelly geholt, mit dem ich den Wechselrichter ferngesteuert über App einfach ein- und ausschalten kann. Für den 1000 Watt Solartronics Wechselrichter muss man dafür diese beiden Pins von diesem RJ45 Stecker fürs Einschalten verbinden oder fürs Ausschalten trennen. Ein Batteriekabel ist notwendig, damit man den Laderegler mit der Batterie verbinden kann. Oft ist da schon eine Sicherung verbaut. Zum Strommessen nehme ich einfach diese Strommesssteckdose, die den Stromverbraucher auch im ausgeschalteten Zustand zwischenspeichern kann. Hier geht natürlich auch eine WLAN-Steckdose. Mit der könnte man die Verbräuche stundengenau und vor allem über eine App auslesen. Eine Powerstation kann man ja auch über eine Steckdose aufladen und möchte man das in der selbstgebauten Variante auch haben, muss man sich ein Ladegerät besorgen, das man an die Steckdose anschließen kann. Ich habe mir irgendwann mal das Blue Smart Ladegerät von Victron besorgt und bin zufrieden damit. Ich würde es also nochmal kaufen. Möchte man die Daten vom Laderegler oder im Smart Shunt aus dem Internet abgreifen,
muss man sich dafür ein Gerät besorgen, das die Geräte mit dem Internet verbinden kann. Ich habe das selbst nie gebraucht und konnte deshalb dazu auch nur recherchieren. Anscheinend kann man das mit dem Victron Gerbo GX machen oder man baut sich das mit einem Raspberry Pi nach. Das Auslesen der Batteriekapazität in Prozent oder sogar das Berechnen der Restlaufzeit habe ich in meiner selbst zusammengebauten Version nie gebraucht. Ich lese einfach nur die Spannung aus und weiß damit grob, wie voll der Akku noch ist. Möchte man das jedoch haben, kann man sich entsprechende Geräte dazu kaufen. Ich musste diesbezüglich etwas recherchieren und habe dazu keine Erfahrungen. Aber mit dem Smart Shunt von Victron soll das wohl ganz gut gehen. Zu guter Letzt wäre dann noch die Kfz-Steckdose und die USB-Ports. Ich habe mir mal mit ein paar M8-Ösen, ein paar Kabeln, Sicherungshalterungen und Steckern das hier zusammengebaut. Und wenn ich USB brauche, stecke ich einfach diesen Adapter rein. Ich finde, das tut seinen Dienst, wenn man es braucht. Und mit einem 24-Volt-Akku muss man hier natürlich noch einen DC-DC-Konverter von 24 Volt nach 12 Volt einbauen. Was man hier sieht, ist der Eigenbau, wenn man alle Funktionen möchte, sogar deutlich teurer. Und vor allem nicht portabel und sieht meistens hässlich aus. Es lohnt sich also nur, wenn man die Komponenten nicht viel herumtransportieren muss und wenn man nicht alle Komponenten braucht, beziehungsweise hochwertige Komponenten möchte, die man einzeln austauschen kann. Das ist nämlich ein großer Nachteil der Powerstations. Geht ein Teil kaputt, kann man gegebenenfalls das ganze Gerät unbrauchbar werden. Deutlich besser sieht es für den Nachbar aus, wenn man eine höhere Batteriekapazität braucht. Für eine 5 Kilowattstunden Powerstation muss man deutlich tiefer in die Tasche greifen und hier rechts muss man einfach nur die Batterie austauschen, die man sich für diese Kapazität schon für ungefähr 1000 Euro zusammenstellen könnte. Im Internet gibt es viele Anleitungen, wie man sich auch selbst so eine Batterie zusammenbauen kann, aus alten Batterien zum Beispiel. Dann wird es noch günstiger. Bei 5 Kilowattstunden ist die Batterie in beiden Fällen schon so schwer, dass mich die Portabilität bei beiden Lösungen nicht mehr überzeugt. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie geholfen. Falls euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo und danke fürs Zuschauen und tschüss.